Vor langer Zeit, als die Schutzherrin des Gemäldes verstarb, benötigte das Gemälde einen neuen Schutzpatron. Dieser Schutzpatron wurde aus der Bevölkerung der Orni, also der Bewohner des Gemäldes, ausgewählt. Die Wahl fiel dabei auf einen etwas älteren Orni mit dem Namen Ariandel, der die alten Sitten pflegte und an die Vorhersagungen, welche das Gemälde betrafen, fest glaubte. Um zu zeigen, wie sehr die Bevölkerung in ihren neuen Anführer glaubte, wurde auch das Gemälde umbenannt, und zwar in die gemalte Welt von Ariandel. Viele Jahre vergingen und es war eine friedliche Zeit im Gemälde, jedoch sollte auch eine friedliche Zeit eines Tages ihr Ende finden, als die Fäulnis über das Gemälde hereinbrach. Die Fäulnis war ein natürlicher Vorgang, denn war es ein Gemälde, das mit Blut gemalt war. Und Blut hält nicht ewig. Eines Tages sollte es zu verrotten beginnen. Und wenn das Blut des Gemäldes verrottet, so verrottet auch die Welt. Eine Bedrohung stand also der gemalten Welt entgegen. Nun, keine wahrliche Bedrohung, sondern ein natürlicher Kreislauf. Denn die Bewohner waren sich im Klaren, dass eines Tages dieser Tag kommen würde, dass ihre Welt sich quasi auflöst. Die Zeit war also allmählich gekommen, Platz zu machen für eine neue Welt. Eine neue Welt musste geboren werden. Und auch ein Künstler war bereits gefunden, der dazu in der Lage war. Jedoch brauchte der besagte Künstler zunächst eine Inspiration und die Legende erzählte, dass dieser Künstler zunächst das Feuer sehen musste, damit er in der Lage ist, eine neue Heimat für die Orni zu schaffen. Jenes besagte Feuer jedoch würde von einem auserwählten Überbringer dargebracht werden. Einer sogenannten Asche. So sagte es die Legende. Jene Aschenen bringen das Feuer in die gemalte Welt. Sie bringen Erlösung. Denn auch die Einwohner der gemalten Welt litten sehr unter dem Verfall und unter der Fäulnis. Ariandel, der stets die alten Sitten ehrte, musste mit eigenen Augen ansehen, wie immer mehr seine Bevölkerung von der Fäulnis dahingerafft wurden, wie das ganze Land der Fäulnis zum Opfer verfiel. Und eines Tages jedoch war es soweit. Eine Asche betrat die gemalte Welt. Jene Asche brachte aber nicht die besagte Erlösung in Form eines Feuers, vielmehr brachte sie eine andere Form der Veränderung. Diese Asche trug den Namen Friede und sie kam aus Londor. Dort nannte man sie die Schwarze Flamme. Friede wurde so schnell es ging zu Ariandel gebracht, um alles Notwendige vorzubereiten, um die gemalte Welt Feuer sehen zu lassen. Jedoch hatte Friede andere Pläne. Sie schlug Ariandel eine Alternative vor. Diese Welt musste nicht vergehen. Vielmehr sollte sie sich von der Fäulnis vereinnahmen lassen und nun, die Einwohner sollten sich an die Fäulnis gewöhnen. Nur die Stärksten würden dies überleben. Aber diese Welt würde ewig währen. Sie durfte nicht vergehen und einem Fluch in Form von Fäulnis anheimfallen, wie ihre eigene Welt, aus der Friede kam, immer und immer wieder einem Fluch erlag. Erschrocken und überrascht über die Äußerung der Asche, willigte Ariandel jedoch schweren Herzens auf deren Vorschlag ein. Schließlich konnte er sich nicht gegen den Willen einer Asche stellen. Sie war in der Prophezeiung erwähnt und er musste dem Willen der Asche nachkommen. Denn schon wie in der Prophezeiung erwähnt, war es nicht so, dass eine Asche Erlösung über das Gemälde bringt? Ariandel litt schrecklich unter seiner Entscheidung. Jedoch kam er den Willen und der Bitte von Friede nach. Seit diesem Tag lebt Ariandel in der Kapelle auf dem höchsten Berg, umgeben von der Siedlung der Orni. Im Keller dieser Kapelle kasteit er sich selbst mit einer Peitsche. Dies hatte zwei Gründe. Auf der einen Seite bestrafte er sich selbst für seine Tatenlosigkeit. Er musste zusehen, wie sein Volk litt und an der Fäulnis zugrunde ging. Und auf der anderen Seite war es ein Anliegen von Friede, denn über einem Gefäß war er stets an einem Stuhl gefesselt.
Nur seine Arme waren frei, damit er sich selbst auspeitschen konnte, sich tiefe Wunden schlugen konnte. Und diese Wunden, aus ihnen sickerte Blut. Mit besagtem Blut sollte er in einem Gefäß eine aufkeimende Flamme immer und immer wieder ersticken. Denn diese Flamme war es, die eben besagtes Feuer eines Tages entzünden sollte. Eines Tages jedoch sollte auch eine weitere Person die gemalte Welt betreten. Eines Tages geschah etwas, mit dem wohl niemand mehr gerechnet hatte. Der Fluch wütete in der gemalten Welt. Und an jenem Tag betrat eine weitere Asche die gemalte Welt. Jene Asche war besagter Erlöser, der das Feuer über diese Welt bringen sollte. Er kämpfte sich durch die unwirtlichen Gefilde dieses Gemäldes. Er schaffte es bis in die Kapelle und lüftete die Geheimnisse. Und im Keller traf er auf Vater Ariandel, der sich schon verzweifelt gegen diese Asche stellte. Er glaubte fest an die Prophezeiung von Friede, und so konnte diese zweite Asche nur falsch liegen. Ariandel jedoch, der nicht ganz dem Wahnsinn verfallen war, begann zu zweifeln. Vielleicht war die erste Asche falsch gelegen. Wer weiß das Richtige, die Welt in Flammen zu setzen, denn wie könnte man sonst die zweite Asche erklären? Er war verzweifelt und Friede stand bei seiner Seite. Sie gehieß ihn, weiter seine Tat nachzugehen und sie würde sich um diese andere Asche kümmern. Jedoch war die zweite Asche stärker und es gelang ihm, Friede niederzuringen. Ariandel, der dies alles mit ansah, verlor vollends seinen Verstand. Er sah, dass all die Jahre, die er litt, all die Jahre, die sein Volk litt, umsonst gewesen waren. Wenn nun das Feuer kam, war alles umsonst. Und er verlor, wie besagt, den Verstand und ging auf die zweite Asche los. Mit Hilfe dieses Feuers, das jedoch entzündet wurde, wurde auch Friede wieder ins Leben zurückgeholt und sie erholte sich von ihren tödlichen Wunden. Nach einer Schlacht opferte sich schließlich Ariandel, um Friede ein weiteres Mal ins Leben zurückzuholen. Eine letzte Buße, die er tat, denn es war ohnehin schon fast alles zu spät, glaubte er. Würde Friede überleben, würde sie eine Möglichkeit finden, das Gemälde vielleicht doch noch zu retten. Jedoch sollte Ariandel dies nicht mehr miterleben. Er sah nur noch, wie die beiden Aschen sich gegenüberstanden. Dies jedoch war das Ende von Vater Ariandel, einer fehlgeleiteten Seele, die glaubte, das Richtige zu tun und bereit war, alles dafür zu opfern. Schließlich starb Vater Ariandel mit Hoffnung. Mit Hoffnung, dass es doch eines Tages noch ein gutes Ende für seine Heimat geben könnte. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.